Wir sind live. Ja, jetzt sind wir schon live. Und jetzt mit Bild. Nice. Ja, hallo zusammen zu unserem ersten Let's Play mit Phil und der Jan. Hallo zusammen. Ja, man denkt, für unseren ersten Stream, was würde da besser passen als der PC Building Simulator? Simulatoren sind ja eh eine beliebte Sache. Und ich meine, eigentlich ist es nur eine Frage der Zeit gewesen, bis es auch so ein Game gibt, wo so etwas streamt. Du hast auch noch nicht ausprobiert, gell? Nein, ich habe nur mal Reviews gesehen, so ein bisschen darüber gelesen, aber auch noch nie selber in der Hand gehabt. Ich finde die Idee recht lustig. Ich habe eben auch gehört, es sind ja schon extrem viele bekannte Marken drin und man kann wirklich sehr realistisch kann man die Dinge zusammenbasteln. Scheinbar. Und eben hier sieht man schon so ein paar vorgefertigte. Ich würde mal sagen, wir machen mal Freebuild. Wir könnten ja Karriere machen, wo man glaube ich wirklich so einen Reparaturshop kann machen. Ja, aber, ich glaube, dort musst du irgendwie so Geld verdienen. Und das tue ich mir nicht. Wir machen jetzt echt mal Freebuild. Genau. Oder hey, mach doch du mal, dann kann ich dann nochmal schön nämlich da unseren Kollegen ein Ding spammen. Okay. Ja, ich würde sagen, jetzt holen wir uns... Ein anderes Gehäuse, oder? Ja, gell. Irgendein geiles Gehäuse. Was haben wir da? Ich finde schon geil, die Auswahl ist echt schon recht gross. Silverstone Ratchintech. Okay. Das S340, da verkaufen wir recht. Ja, das Klassiker, ne? Da, Weiss Purple, das meinst du? Ja, ist gut. Ja, hey, Mann. Ein bunt muss das Zeug sein. Zack. Okay, dann. Das ist, glaube ich. Hey, fuck, ich weiß wieder nicht mehr, was ich für ein Gehäuse habe, die hei. Links click to work on it. Remove side panel. Ja, jetzt musst du den Schubweg machen. Und du kannst auch drehen und alles und so. Ich finde es schon so geil. Zack, kommt es auch weg, tipptopp. Dann haben wir da. Remove case part. Nein, möchte ich nicht. Tun wir als Mainboard rein. Haben wir da, Memory, Mainboard, voilà. Ui, Z170, das ist nicht so up-to-date. Oh, ganz schwach. Da, ja, Z370 Gaming Pro Carbon. Einen, den wir auch gut verkaufen. Das schmeißen wir rein. Oh, zuerst braucht es natürlich Schrauben. Ich bin eigentlich bei dir da, ich muss noch rasch, dass alles in die Richtigkeit hat. Ja, mach dir noch weiter, das ist schon gut. Ui, 19 Schrauben in dritte. Zum Glück geht das da auch einfach wieder Realität. Nein, ich habe schon Menge Dinge reingewirkt. Menge Schräubchen. Er ist auch gerade letzte mit dem PC upgraded. Es ist leider nicht so einfach, wie es da aussieht. Hey, ja, vor allem. Ich glaube, so der letzte habe ich aber glaube ich so rangebracht, ohne dass ich irgendeinen Scheiß reingebaut habe. Aber ich muss sagen, ich habe noch fast jedes Mal Probleme. Ja, ich weiß auch nicht. Irgendein Mist irgendwie passiert. Mir ist es mehr, dass ich so am Basteln bin und dann irgendwann, und denke, ich bin halb fertig, merke ich, dass ich irgendetwas vergessen habe, wieder die Hälfte kann rausnehmen und dann das nochmal drin tun, weil das irgendwie so blockiert ist vom anderen. Aha, okay, nein, okay, das. Das weiß ich mittlerweile. Dass es dann etwa 7 Mal so lange geht, wie das ursprünglich geplant habe. Nein, das habe ich mittlerweile, aber irgendwie. Ich weiß es nicht wieso. Letztes Mal ist es wirklich gegangen. Aber einfach häufig. Ist es irgendetwas? Irgend so ein Kabel. Früher war es immer die kleinen Pins für den Stromanschluss. Also weißt du, für das Gehäuse, Power, HDD-Licht und so. Ja, das war immer irgendeiner Verkehr. Und ich reg mich heute noch darüber auf, wenn sie die nicht richtig anschreiben, mit so, was ist denn jetzt das Plus und was ist das Minus. Okay, aber da gibt es sicher auch die Adapter, oder? Ja, aber auch die musst du. Du tust dann das Kabel in den Adapter und dann den Adapter aufs Mainboard. Ja. Und beim Adapter ist dann auch so, ja, das ist Plus Minus. Und an deinem Stecker hast du irgendein Pfeili. Und dann ist so, ich nehme an, das Pfeili ist Plus. Aber so ganz sicher bin ich dann trotzdem nicht. Ausprobieren, ja. Das ist so. Was haben wir da jetzt rotz dahinter? Was hast du eigentlich für ein Gehäuse daheim? Ich habe mir das Meshify C von Fractal Design gegönnt. Oh, nice. Ich kann eben... Ist jetzt der wieder ganz geschlossen da? Oder muss man da auch noch die Klammer irgendwie... Kannst du jetzt nicht reinzoomen oder so eigentlich? Ah ja. Ah, und kannst auch drehen? So. Ah. Nein, kann gar nicht, nein. Aber es sieht eigentlich gut verschlossen aus da. Die Klammer, die es hebt, ist auch drauf. Dann haben wir da... Ah, ich wünschte, es wäre so einfach. Ich finde irgendwie noch geil, dass du... eigentlich kannst... wenn du überlegst, neue Pizza zu kaufen. Ich meine, sie baust ihn doch mal schön hier zusammen und schaust mal, wie er aussieht. Das ist echt noch witzig. Vor
Voll, ja. Es hat es halt eben, hängt nur davon ab, was alles drin vorkommt. Kühlermäßig hat es jetzt noch Kyoric, Rajintek. Ja, so das ist ein bisschen alles. Ah, da ist der Silverstone. HE01. Sind auch nicht so gang und gäbe. Zum Beispiel der Macho oder von Noctua, der NHD15. Das so sind halt schon so die Klassiker, die jetzt da ein bisschen fehlen. Aber gut, haben wir zwar auch den Arctic Freezer. Ist halt schon die Frage, oder? Was hat einfach die Hersteller keinen Bock gehabt, um irgendwie den Plan zu liefern oder irgendwie. Ja, wahrscheinlich auch wegen der Lizenzen und so. Okay, ja. Da muss ich jetzt kein Schreibchen anziehen, der ist einfach gerade so drauf gepoppt. Okay. Das ist noch okay. Ja, vor allem, Geld, das hintere Teil ist ja gar nicht mehr drauf machen. Nein. Also okay, da können wir das zwar schon mal noch wegnehmen. Genau, kommt, dann schauen wir jetzt, ob das dran ist. Zack. Der unten hat sich auch noch schrauben. Zack. Ich muss ja sagen, du hörst ja keinen Sound. Ich höre wenigstens okay. die fancy Stock Music. Ich kann gar nicht dahinter schauen. Passt es nicht. Ah, ja. Weiter, wieso? Aber du kannst ihn umtragen, gut, aber du kannst ihn vermutlich nicht anders einstellen. Aber es fährt yeah. Platt dahinter, gell? Ja, also weißt du, wenn es so ein Pishpun ist, Pushpin, dann ja, das kann, sein, kann ja. es schon sein, dass ja, das es einfach ja, so okay. hebt. Vielleicht hat es eine extra Setting genommen. Ja, also ich hole da mal noch eine Grafikkarte. Haben wir da von MSI, jetzt recht viel MSI. 89, 1070, 1080, da wird doch schon das Beste haben, oder? Hat es einen TI schon? Ich will mal schauen. 1080 von Gigabyte. Ah, ja, da TI. Ja, easy. Nehmen wir ja, voll easy. Was ist denn hinten, oder? Ah, ich muss da zuerst die wahrscheinlich rausnehmen. Ah. Wollen wir da remove. Jetzt wir halt wieder Sachen überspringen. Ja, das ist halt noch schwer zu wissen, was wirklich musst machen und was es selber macht. Selber wissen wir es ja. Zack. Bäm! Schraube anschrauben. Easy. Hat die wirklich Platz da? He? Und mal ganz schnell schauen, bin da gespannt, was sie für. Tut es dir eigentlich, Storage wenn jetzt etwas zu gross wäre? Es hat jetzt keine Anzeige, dass es zu gross ist. Nein, aber ich glaube, also gerade beim S340 ist es glaub, schon so ausgelegt, dass die gängigsten Karten drinkommen. Ich weiß einfach, ich habe. Aber es ist schon da, recht knapp, ich glaube, das ist aber das neue Modell, gell? Das ist H44. Nein, das ist, glaube ich, das S3. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, was ich genannt habe. Das hat einfach gut ausgesehen. Ich habe das H44, glaube ich, also der Vorgänger vermutlich von dem, der ja. aber auch gleich ausgesehen hat. Können wir dann nochmal schauen? Ich weiß es gar nicht mehr. Welche Sicht da? Ist jetzt das echt draußen? Ja, aber es ist ja eh das gleiche. Aber ja, es ist das H44, oder? Ja, voll. Genau, ich habe auch das gehabt. Und ich habe mal für uns mal so die 1080 Ti getestet. Und die hat gerade so also schon. Ich weiß es nicht, ich glaube, es war schon Asus. Okay. Und ich hatte wirklich so. Also, die eigentlich hätte ich nicht in was. Ich habe wirklich müssen nachher noch einen Festplattenschacht wegnehmen und habe es dann irgendwie so irgendwie da. Und es ist so, ja, ist gut. Ich habe es getestet, es hat reinpasst. Okay. Aber. Ja, gut, aber eben die Festplattenschacht ist eh. Es ist ein bisschen fraglich, ob es die überhaupt noch braucht, oder? Remove Case Part Grid, Front Panel, Drive Bay. Jetzt brauchen wir noch ein paar Festplatten, oder? Ja, ich möchte eben eigentlich gerade die ganze entfernen. Aha. Zum Glück, ob das geht, aber das sieht nicht so aus. Aha, du meinst so, den Vorderteil? Ja, es hat einfach der ganze. Aber das machst du eigentlich bei dem auch nicht, oder? Ja, also zum Beispiel, ich habe jetzt hier nur noch einen M2 SSD. Ja. Kein SD-VD-Laufwerk und keine Festplatte mehr. Aha, du meinst, ach so, du hast es komplett rausnehmen, yeah. Zum nachher einen. Hast du einen besseren Lüfter? Ja, besseren Airflow. Nicht, ja. Aber vielleicht geht das einfach nicht bei dem Gehäuse, gell? Wer weiß. So gut kenne ich mich jetzt auch nicht bei allen aus. Also, ja, aber auf jeden Fall braucht man auch mal noch. Aber ich kann sie fordern. Das Power Supply, oder? Ja, das Beste. Nur das Beste. Silverstone. Jetzt noch sonst etwas. EVGA jetzt auch. Ich muss sagen, du kannst ja froh sein, dass du nicht musst hören, Sound kommen, jetzt schon auf den Sack. Okay. Das ist wirklich so ein Stock-Sound, ey. Das ist ganz schlimm, ey. Ja, jetzt haben wir da so ein Verfügbares. Ah, da müssen wir jetzt da natürlich. Können wir es nicht da rein tun? Nein, müssen wir zuerst das Teil. Ah, jetzt musst du auch, okay. Die tönen lustig. Ich darf sich. Ah, das ist noch lässig.
Am Wursteln. Okay. Probieren wir es nochmal. Zack. Ja, so. Pipifax, das Gehäuse haben wir auch. Und jetzt aber, wo haben wir das Ding? Wo haben wir jetzt da wegnehmen? Kann ich sagen, eine Frage? Scheiße. Können wir das jetzt wieder drauf tun? PC glaub... Parts. Ah, schau, da hast du wieder geholt. Ah, das ist. Ach so. Zack. Das ist schon ein Witz. Gerade wieder draufschrauben. Und dann musst du natürlich auch das Netzteil dran schrauben. Ja, musst du schauen. Sie hätten schon noch so einen Schraubenzieher irgendwie. Ja, so ein Anime. Gut, ich muss ja sagen, das Game ist immer noch Early Access. Aber. Okay, nice. Aber jetzt, oh, schau, jetzt kann ich es auf die andere Seite. Jetzt haben wir da Kabel. Okay. Ah, warte, da hat es eine extra Option gehabt, Kabel. PC Status, Missing Parts, ja, das. Jetzt da. Aber du musst einfach. Ah, jetzt haben wir den ausgewählt. Ah, du klickst rein, ja, und dann. Bam! Voll easy. Bam! Zack, der nächste. Und den anderen auswählen. Das ist ja hure easy. Zack. Oh, so, das jetzt gemacht. Ist gut. Dann haben wir jetzt da noch den. Eigentlich müssen wir das auch anbieten für unsere PCs bei uns. Das kannst du zusammen, so zusammenstellen. Kannst du so zusammenbauen. Ja, wäre schon noch geil. Das nimmt dir auch da gerade den richtigen Kabelmanagement-Schacht durch. Stimmt, das musst du nicht machen. Das macht es automatisch. Das ist da. Da habe ich auch schon ein paar Mal durch einen. Dann eins, ich muss doch durch den oben durch. Sieht so. Meistens nicht so schön, aus ich nichts machen. Ah, ich kann mir jetzt schon recht Mühe geben. Was haben wir denn da noch alles? Ist das Lüftersteuerung? Ah ja, das ist ja. Lüftersteuerung vom Gehäuse. Dann noch der CPU. Zack. Okay. Also ist einfach immer das Geile, ist einfach das, was offen ist, oder? Ja, voll. Und du kannst verwenden. Aber du musst selber herausfinden. Gut, du klickst einfach überall drauf. Ja, jetzt haben wir auch den Lüfter angeschlossen. Ja. Wenn wir den Lüfter noch anschliessen. Ah, jetzt kannst du mit der Lüftersteuerung anmachen. Zack. Zack. Schon auch. Ich finde, man sieht es allerdings nicht ganz so gut. Ja, voll. Also so das mit dem Drillen, es ist schon, es ist okay, aber es ist jetzt nicht mega übersichtlich. Jetzt zum Beispiel für die da vorne, ja gut, wir können das Frontpanel zwar wegnehmen, oder? Das kommt sicher. Zack. Und dann können wir noch das Grid wegnehmen. Okay, dann ist es eigentlich wieder okay. Aber wo sind jetzt die Lüfterkabel? Die siehst du trotzdem eigentlich erst, wenn das ein bisschen bescheiss ist und du einfach kannst da durchklicken. Dass da die Geil, wo kommt jetzt das? Ja, ja, gut. Gut, aber da muss man sagen, die. Ja, gut. Wenn du ein Gehäuse kaufst, sind die liegen sie eh schon irgendwo dort. Ja, eigentlich. Das stimmt, ja. Fairerweise muss man das. Muss man das sagen? Ja, also da brauchen wir noch RAM. Ist da einfach 8 GB Standard? Mann, zurück, sind das für abgefahrene RAM gewesen? Die haben einfach so einen krassen Heatspreader. Aber die sind dann meistens mühsam wegen dem Prozessorkühler. Je nachdem. Also du hast halt so eine Wasserkühlungs-IO. Eben, das... Aber da ist jetzt wirklich, das nimmt mich aber schon Wunder, wie genau... Weißt du, wie genau ist das, oder? Das müsst ihr schon, wenn du jetzt einen fetten Kühler hast, oder? Der müsste eigentlich schon überlampen, oder? Ja, also ich glaube jetzt da beim Arctic Freezer stimmt es schon, aber jetzt hat ja nicht so viel zur Auswahl gehabt. Ah, jetzt muss jeder einzeln gehen, ne? Sieht so aus. Also zum da schnell 64 GB RAM drin tun. Haben wir da das gemacht. Also jetzt brauchen wir auch noch Festplatte, he? Wow. Da hat es nur normale Festplatte. Ne? Seagate Barracudas. Bis was? Kann ich erst das 4 Terabyte. Das ist auch ein HDD. HDD, ja. Da, SSD. Die sehen einfach ein bisschen komisch aus. Sheen Mega. Wo kommt die? Da hast du zum Beispiel an, da bin ich. Ja. Ah, ja. Zack. Oh, also 250er, recht unterdimensioniert im Vergleich zum Rest. Aber egal. Wenn wir die noch Kabel anschliessen, da beschissen wir jetzt auch einfach schnell durch das Mainboard Tray durch. Ah, das ist kein Problem. Dann auf das Mainboard anschliessen. Wo wollen wir die? Unten ist schön, ne? Da ist es gerade so näher. Aber ich meine, es ist natürlich eigentlich auch noch easy. Ich überlege jetzt gerade, weißt du, mit dem im Vergleich zum Nintendo Labo, wo der alles so geil dreidimensional anzeigt in der Anleitung.
Die muss ich euch mal zeigen. Das ist die beste Anleitung ever. Aber von dem her ist das vielleicht auch nicht so scheiße. Also weißt du, dass du zumindest immer gerade. Ich meine, du müsstest halt PC nebenan am Laufen haben und dann kannst du wenigstens schauen, was du anschliessen musst. Das stimmt. Ja. Das ist auch noch witzig eigentlich. Aber gerade zum Beispiel, du hast mir gesagt, dass mit dem. Das Gehäuse als Mainboard. Das muss man jetzt nicht machen. Hast du hat den Powerbutton und die LED-Beleuchtung und so? Ich habe mich das schon auch gefragt. Aber hast du nicht gemacht, gell? Nein. Ich bin jetzt da in der Cable-Ansicht. Mhm. Hast du das einfach das? Connect Case Part. Was haben wir da? Könnte das sein, oder? Hä? Ja, jetzt ist es glaube ich einfach gemacht. Aber da geht es. Genau, Scrum, also das andere wäre da oben. Geh mal hier runter. Da ist jetzt das Kabel drin. Aber das auch wieder rausnehmen. Das ist nie mehr. Wegen dem gerade nicht. Also, es ist schon einmalig Angelegenheit. Aber genau, komm mal hier runter. Eigentlich wäre der irgendwo dort hinten. Meistens sind sie irgendwo ja, genau. Unten, ja, dort wäre es. So, irgendetwas für denen. Aber dass man nicht nachnähern kann, ist schon. Aber es wäre. Also ist dran, ich glaube. Nein, das sind die beiden SSDs. Schau, die gehen da so das kommt natürlich aufs Board drauf an. Ja, ja. Ah, logisch, bei meinem letzten ist es da unten. Aber ich hätte schon auch gesagt, das ist einer von denen meistens. Gell? Vielleicht der könnte es auch. Das ist aber verleumt, wenn ich mich dann immer frage. Ich finde, es sind immer noch so viele, die ich dort nie brauche. Ja, voll. Ich weiß auch nicht, was wir dort alles anschliessen. Ja, haben wir noch etwas vergessen? Mit einer Grafikkarte, mit Prozessor, Mainboard, Memory, Storage haben wir auch, Power Supply. Cooling bringen wir wahrscheinlich eh nicht mehr rein. Haben wir da noch irgendwie Wasserkühlungsoptionen? Nein, da haben wir einfach die Sachen, die wir angeschaut haben. Ja, geil, wenn man auch irgendeinen absurden Scheiß könnte machen. Einfach irgendwo überall noch irgendetwas anmontieren. Voll, aber ich glaube, jetzt können wir es auch wieder zumachen. Oder kann man es echt schon so mal probieren zum Anstellen? Machen wir das echt? Ah, warte, jetzt Power. Geht natürlich nicht, weil wir haben keinen Strom angeschlossen. Ah, warte, da liegen die Kabel. Das ist der Stromkabel. Aha. Er hat das Kabel hinten. USB. Du gehst das Kabel in dort. Das ist irgendwie 10 Liter und so drin. Aha. Okay, also aber jetzt sieht es. Eben wie gesagt, es ist schon noch Early Access. PC angeschlossen aus, oder? Okay, Power. Turn, Computer on off. No. P. Das geht irgendwie nicht. Need Thermal Paste. Ah! Ja, jetzt, wo wir schon drauf haben. Fuck! Scheiße, Mann. Das ist der Hass und das. Also, genau, Remove. Das habe ich im Fall immer so. Das ist immer so ein Punkt. Ah, dann will man wahrscheinlich jetzt zuerst wieder das Kabel. Ja. Ah, nein, das geht eben nicht. Dann kannst du dich einfach Remove. Okay. Jetzt musst du vielleicht einfach irgendwo am richtigen Ort nehmen. Ah, jetzt ist der Stecker. Jawohl. Die Wärmeleitpaste, finde ich, ist immer so etwas. Das ist eher so ein Glaubenssatz. Die einen sagen ja immer. Vermutlich Cooling, oder? Ja, nein, das sind wir ja vorher schon. Die einen sagen einfach, mach einen Klecks. Aber nachher ist doch immer das Kärtchen noch dabei. Weißt du, so die Kreditkarte, das kannst du streichen. Wie machst du das? Kommt ein bisschen drauf an. Ich kann es jetzt, wo ich es auch mal schnell so zum Testen mache, ich einfach auch einen Klecks, weil ich glaube, es macht nicht so einen grossen Unterschied. Aber wenn ich es für langfristig, dann tue ich es schon mit der Kreditkarte. Recht ich gut verteilen, aber schauen, also ich schaue immer, dass es mega, also so wenig wie möglich flächendeckend. Wie hat es geheißen? Thermal Paste. Ja, wo finden wir jetzt die Scheiße? Vielleicht? Tools? Okay. Apply. Aber früher. Oh ja, die machen den Klicks. Ja. Bei denen, die am XTBX sind, die Onboard-Lüfter, die ist am X. Der ganze Hinterteil vom Lüfter, das Pad, das schon aufgedreht war. Ja, aber ich meine, das war irgendwie 2 mm dick gewesen, so. Also ich meine, das ist doch viel zu viel Wärmeleitpaste. 2 mm. Ja, oder 1 mm, also das ist auch schon viel. Ja, aber sicher, ich würde auch sagen, es ist viel zu viel. Sicher, das haben wir weggekratzt, das war irgendwie nicht gehört gewesen. Also welchen haben wir jetzt da genommen? Einfach einen Freezer, wir haben noch den roten genommen. Aber, ja, aber eben, da gehen die jetzt offenbar so alle, hä? Ah nein, schau jetzt. Das ist entweder klippt das oder es ist. Das ist Millimeter bündig. Das ist geil! Also, das sind wenn ihr die Kombi wollt kaufen, wird es glaube ich ein bisschen eng. Das ist geil! Aber ja, wenn wir das wieder anmachen mit dem Kabel.
sagen. Ach, weißt, das sind Details. Weißt, du drückst PC, die sicher einfach hier auf die Seite. PC Status, Missing Cables. Welche fehlen denn jetzt da? Ah, jetzt kommt er doch noch mit denen. Da, Lüfter. Die habe ich doch echt schon. Das sind die, die ich echt schon connected habe. Jetzt zieht er sie durch, hm? Oben zu meinen. Und jetzt? So mal einen. Hä? Hä? Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt gemacht habe. Was ist das da? Connect Case. Ah, look, durch jetzt haben wir den. Ah! Dumm. Jetzt ist incomplete. Ah, du hast aber wir können es schon ausstellen. Nice. Top. Ja, jetzt leuchtet es ja schon. Leuchtet alles, es drillt. Hey! Oh, es startet. Haben wir jetzt das? Use Computer. Error. No OS found. Aha. Okay. Jetzt brauchen wir irgendwo ein Betriebssystem. Wie machen wir das jetzt echt? Ja, da müssen wir umlegen. Computer. Das ist auch nicht. Hm. Wo holen wir das jetzt echt her? Tja. Gute Frage. Ja, scheiße. Ja. Aber der PC läuft. Kann man nicht irgendwo. Schick, schick. Es tut sogar noch leuchten. Ja, finde ich auch fancy. Das kann es auch. Schon nicht gut. Haben wir jetzt während er läuft. Oh, ha, Tools. Schau jetzt. USB Drive. For OS and Program. For your convenience. For truly efficient. Ja gut, dann nehmen wir das. Ja, das meine, da muss ja extra gut sein. Wo können wir den jetzt dritte? Der hat glaube ich oben. Oben drauf hat der. Ja, dort. Hm. Vielleicht jetzt liegt er glaube ich irgendwo hinten vielleicht. Ja genau, da hast du ihn. Ah. Da musst du ihn hinten anstecken. Okay. Und jetzt. Jetzt gehen wir da wieder Exit. Zum Computer. Use. Können wir da jetzt auch Control Alt Delete. Oh. Fast. Können wir wieder zum Spiel. Ja, dort. Aber guter Versuch gewesen. Wechseln Sie zu den Einstellungen, um Windows zu aktivieren. Ja, das ist aber vor unserem Windows gelaufen. Ach so. Das ist das ja Inception-mäßig da, hä? Ja. Aber ja, wie mache ich jetzt da? Stimmt, wenn du am Bluescreen hast, nachher schaust du 10 Minuten drauf und dann hast du so, scheiße, das Game. Und dann ist es vielleicht doch ein Echo. Aber ja, wie können wir da jetzt echt weiter? Ah, vielleicht musst du noch ein anderes Ding erstellen. Nimm noch raus. Oh, ups. Ah, jetzt kannst du einfach rumstehen. So. Ah, ist doch drin, ja. Jetzt ist er weg. Ja, jetzt nimmst du mal einen. Oh, jetzt ist alles abgesteckt, oder? Also weißt du, ich mache mal zu noch. Schmeiß mal alles dran. Zeig. Genau, damit das seine Ordnung hat. Das ist sicher nicht an dem liegt, oder? Damit niemand kommt und pushen. Oh, das PCI-Cover, das können wir jetzt gar nicht rein tun. Side-Panel können wir auch schon wieder dran tun, Sander. Zack. Ja, ein bisschen Staub macht nichts. Und Front, nein, zuerst noch das Gitter. Voilà, und so. Geiler Scheiß! Jetzt. Was kommt immer aus für Stick und hauen einfach einen anderen PC, der dort nochmal liegt? Das ist schon ein Tools, oder? Weißt du, wenn du jetzt hinterher schaust? Nein, ich würde ihn wegnehmen. Aber jetzt probieren wir es. Das läuft im Moment nicht. Aha, jetzt aber hast du das Powerkabel nicht eingesteckt. Wieso, dass es auch immer wieder alles rausgeschmissen hat. Ich glaube eigentlich schon, dass es so sollte gehen, meinst du nicht? Ja, vielleicht schon. Vielleicht musst du noch einen anderen PC schön machen. Könnte das schon noch sein. Echt, das ist eben eine richtige Simulation. So, jetzt. Power on. Gehen wir raus. Look, Omega System. What the fuck. Was haben wir jetzt anders gemacht? Es war zu gewesen, das Gehäuse. Aha, das ist es, hä? Ja, ja. Das hat es schon ausgemacht. Und schau, da steht auch, dass das Omega System kannst mit Windows aktivieren. Du mal etwas installieren. Da oben. Ah ja, da dort. PC Bay. 3D-Mark, komm, jetzt machen wir einen Benchmark. Advanced Edition. Was nimmt sich da für, was nimmt sich da für Wert? Einfach so Durchschnittswert vom, wirklich vom 3D-Mark. Ja, ja. Recht geil. Ich wünsch dir, es wird schnell rebooten. Es ist voll das richtige Programm und so. Gell? Heftig. Sicher nicht. Geil.
Oh, lustig. Die Kernqualität ist recht unterirdisch. Scheiß PC, den wir gebaut haben. Nein. Nur 30 Frames, Mann. Dann kann ich nicht die Kiste. Ja, optisch ist es nicht so, aber... Es liegt natürlich am schlechten Bildschirm, oder? Ja, das muss so sein. Weil alles andere, was wir gebaut haben. Das nächste Mal nehmen wir hier den, der noch beim Sebi rumsteht, 240 Hz. Ja. Das hätten wir gar nicht unterstehen lassen. Okay, da... Ja, aber gestern sind die Framewert. Ich habe im Fall keine Ahnung. Ich bin... Hast du letztens von 4 laufen lassen? Ja, noch nicht lange. Ich habe ach so! PC-Upgrade, oder? Ich habe schon ewig keine mehr. Ich habe nur 10 ich immer, ich habe immer gefunden bei diesen 3D-Mark, meine Werte sind immer viel schlechter gewesen. Ich das, irgendwie ist das immer komisch gewesen. Ich habe immer viel schlechtere Messwerte gehabt. Ja, die meisten haben natürlich auch noch über Taktik angeschaut. Scheissen einfach die meisten. Das ist halt nur eine Zahl. Aber der geht, wie lange geht das? So ja, lang. Eigentlich geht der nicht so lange. Also. Weißt du nicht, wie viele Sequenzen das hat? Irgendwie eine Minute insgesamt, hätte ich gesagt. Schon mal geil. Aber ja, es ist wirklich echt. Aber vor allem, wenn es echt. Eben, wenn was du alles reinbauen und so. Schon noch glatt. 9000! Ist das gut? Ich habe 6200 gehabt. Mit dem gleichen, dem gleichen CPU. Siehst du es nur? Aber ja, vielleicht liegt es daran, dass wir 64 GB RAM haben. Es ist einfach, weil du die RAM-Leinpaste so verdammt gut drauf hast. Das wird wahrscheinlich so sein. Hast du auch den Prozessor? Ja. Ah. Voll, ja. Das ist aber schon ein recht ordentlicher Unterschied. Komm, ich kann den mal reinbauen. Feel free, ich so ganz klicken. So schnell noch reinbauen. Aber jetzt machst du irgendetwas Ausgefallenes, oder? Ja. Haben wir da noch einen Platz? Da? Komm, kann man den einfach wegschmeißen? Da? Weg mit dir. Kann ich ihn da auf die Tür ich würde doch einfach in den Kasten bringen. Mach weg! Weg! Hat mich eine unmotivierte Wohnung da. Ja, es geht. Hast du auch so Poster die Hause von CPUs? Na, natürlich. Ey. Das ist ich habe auch so Poster von so Grafikkarten und so. Ja. Das ist einfach so geil. Du hast auch immer meine Boxen von den PC-Parts überall ausstellen. Ja, ich auch. Weil dann braucht man keine Innenausrichtung mehr. Das, ja, das ist der. Oh, abgefahren. Ja, jetzt haben wir nicht schon. Von denen haben es vor allem die NZXT. Ja. Sind. Ja. Eben, also, sagen wir so, sie haben eigentlich schon noch viel Gehäuse, aber. Es hat sehr viel Variety. Ja, und wenn man es jetzt auf. Ja. Dann nimmst du da Corsair, oder? So das Glasteil. Ah. Nein, wie tun. Genau wie das oder ich meinte. Ja, das Füße. Ah, ja. X. Das ist doch etwas, was wir einmal gebaut haben, oder? Das ist gut möglich, ja. Okay. Jetzt natürlich in Rekordzeit, oder? Jetzt, wo man es jetzt checkt. Ja, ja, wir sind jetzt schon viel schneller im Schraubenzieher bei den. Ja, das ist vor allem das, sind die Muskeln jetzt, ja. Weißt du? Das Training macht es aus. Ja, jetzt machen wir, was hast du vorhin? Das machen wir jetzt AMD. Aber das haben sie noch gar nicht, oder die neuen? Ja, kann ich scroll mal ein durch, also bei den Prozessoren habe ich es nicht gesehen. Nein. Was ist der neue? Doch, AM4, stimmt schon. Aber das ist B350, das ist so der Scrub-Chipsatz. Wollen wir nicht. X370 ist halb neu. Also jetzt ist halt erst gerade der X470 rausgekommen, aber den haben sie wahrscheinlich noch nicht drin. Ja, ich dann nimmst du X370. Ganz mies. Also kommt dann nehmen wir... Das K7. Nehmen wir das. Heftig. Boah, das hat sogar 10 Schrauben. Scheiße. Das muss ja mega gut sein, das Motherboard. Das ist so. Das ist sozusagen 50% besser. Voll, ja. Ich habe eines Mal... Ich glaube, im Prozessor in der Schraube hat mir das Board irgendwie... Ah, genau, ich habe die Unterlagscheibe für das CPU nicht drauf da. Das glaube direkt aufs Board und hat wirklich irgendeine Leiterbahn verletzt. Scheiße. Ups. Aber Digitech hat mir das gepflückt. Nice. Jetzt musst du das Board noch anschrauben, oder? Das hast du ja erst. Aha, jetzt habe ich es erst. Stimmt, ja, du hast wechselt. Das ist erst die Unterschreibung. Aber weißt du, das hebt, ich lege ihn einfach. Dann, ja. Dann ist das kein Problem. Ja, ich mache das auch selten, wenn er aufrecht steht. Ich habe dafür angefangen, jetzt auf dem Tisch zu machen. Wirklich? Also, ja, weil irgendwie. Ja, es ist einfach bequemer. Ja, das stimmt. Voll. Ich mache es immer. Du musst einfach Platz haben, aber es ist noch.
So nach irgendwie 15 Jahren ist mir die Idee gekommen, dass du eigentlich nicht bückt am Boden machen. Das stimmt. Ja. So mit dem Alter, weißt du, kommt die Weisheit. Ja. Papis werden defizit. Ja, das ist so, ja. Du musst schauen. Ja, hey, da haben wir jetzt noch nicht den neuesten. 1800X ist in dem Fall wahrscheinlich das Beste, was du stritten. Ja. Schon, ja. Und zu der Schlechten. Ja. Ja, gut, wir nehmen, was wir bekommen. Ja. Und du musst zuerst noch. Noch auftun. Ja. Zack. Dann werden wir einpassen. Nein, wieder zu machen. Ja, kommt auch noch. Exit, ja. Wo ist denn das Fell lieber? Ja, ja. Ah, da. Ja. Hey, der Sound wirklich geht mir so auf den Sack. Kann ich nicht mitreden? Das ist du nachher hören. Kann man auch mehr drauf tun? Weil geil ist, wenn du einfach voll pflastern und nachher würde nicht laufen. Und nachher musst so du den wegputzen. Oder so. Ja, ja. Es hat noch Potenzial. Okay. Das ist so halb realistisch. Ja. Okay, Lüfter, Lüfter, Lüfter. Cooling. Da gibt es CPU-Cooling? Nein. Nein, musst du einfach echt weit. Ich konnte jetzt mal einen, wo eigentlich zu gross wäre. Aber... Das hat eben nicht so krass. Da, der hat noch echt gross gesehen. Ja. Ja, ja, komm. Wow, oh, dann nehmen wir den extra hohl aus. Oh, der kommt extra breit aus, weißt du? Mit den beiden Lüftern. Ja, probier's mal. Ein Monster! Shit. Scheiße! Komm, mal seit der Nase kommen. Da kannst du ja gar nichts zutun. Ja, wahrscheinlich knapp, geht's gar nicht. Das ist ein Uhrding! Oh shit. Aber der überdeckt schon ein. Ah, der hat nur 3. Nein, der hat schon 4. Dann ist der schon überdeckt. Das siehst du aber gar nicht. Hä? Doch, es ist wirklich einer überdeckt. Schau, da, es ist einfach auch von der Kontrast her. Das zeigst du schon nicht mal. Stimmt. Ja, gut. Ja, die Steuerung ist schon so ein bisschen. Gell, ist gimmicky. Wow. Uhrenpünkt. Es ist mega intensiv. Wow. Aha, musst du nochmal unten. Ja, ich glaube, du bist gerade etwas am rausnehmen, sonst wäre die Schraube da. Oh, schnell weg. Doch, vielleicht schnell ja. Okay. Es hat noch einen weiter links. Nein. Ich kann aber ich kann vor dem Verlangen noch drei können. Nein, eins, nein. Zwei, drei. Einen weiter links hat es noch, jetzt hast du wieder zurückgemacht. Nein. Nein, links. Das kann ich weiter. Doch, da. Einmal. Tatsächlich, aber das ist gar schon, nicht. Den hast du noch nicht aufgemacht, der ganz rechts. Aber das siehst du wirklich nicht. Ja, okay, der Monitor ist ein Scheiß. Du siehst es vermutlich besser. Bei mir ist so ein der Sichtwinkel von unserem puffigen Büromonitor. Merkst du, wir nehmen den besser. Also komm, jetzt nehmen wir irgendein hure Geschwür von ihm. Ja, nimmst du mal da mit deinen Flügeln, oder? Die hure Flügel, aber weiss ich. Also, nimmt mich Wunder, wie die... Ja, und die gibt sicher auch Ah, gar nicht dort. Nein, der. Das wäre da, ja. Ja. Nein, ich kann es nicht. Einfach kannst du noch 3 Leute. Du musst wieder holen. Kann nur einen dritten? Nein, du musst wieder holen. Du hast jetzt. Du musst jedes Mal wieder. Nein, wirklich? Ja, du nimmst einen. Musst, ja, siehst jetzt. Aber wer kauft sich schon 3 RAM Reboot? Hey, nein, aber schau das an. Also, das ist. Ja, das ist grenzwertig. Ja. Ich glaube jetzt auch nicht, dass das Video zu aber wird. Immerhin, der eine, der blockiert ist, kannst du wirklich nicht treten. Das finde ich jetzt auch schon noch gut. Okay. Ist halt auch die Frage, wie akkurat das alles ist. Das ist da irgendwie, dann nehmen wir auch einen AMD, oder? Hat es das überhaupt? Ah ja. Steht, welches ist dort? Ja, eigentlich die Vega 64 ist im Moment das Maximum, was bei AMD rum ist. Aber sonst die RX 580 ist von denen, die ich bis jetzt gesehen habe, das Beste. Aber gang mal nach Leber, du bist schon irgendwie in der Hälfte. 5, 7, 12, 80. Wir brauchen mehr Dings, da mehr RAM. Ist nicht? 9, 7, 9, 6. Ja, dann kommt schon GTX. Ganz mies, ganz mies. Ja, gut. Sonst such doch mal schnell nach Vega. Nein. Ja, ja. Hallo, geht's? Stockmodell immerhin. Okay. Naja. Also, schau schon, dass du 64er nimmst. Spielt, glaub ich, keine Ahnung, ob Gigabyte oder. Referenzmodell. Ja, schau, du machst den gleichen Fehler wie ich. Ah, weil ich zuerst aufmachen? Ja, musst du zuerst die Slotblenden rausnehmen. Siehst du nur. Keine Ahnung haben wir, du. Hast du nicht aus meinen Fehlern gelernt? Nein, wirklich nicht.
Okay. Sind es echt die zwei? Ja, das glaube ich stimmt schon. Team da. Hey, Huren im Griff. Da. Okay. Könnte man auch noch einen Soundcore drin tun? Ha! Das gibt's nicht. Ganz mies. Ganz mies. Er geht gar nicht. Geht gar nicht, du. Okay. Aber da ist mit der SSD schon schwach. Das ist wirklich schlecht. Aber ja, da müssen wir. Komm, wir nehmen den Ding und schauen, ob er dann länger hat zum Booten. Da, aber 2 Tera. Wo hast du die überhaupt ein bei dem Ding da? Die müsstest du wahrscheinlich auf der anderen Seite unten beim. Ja, dort hat es wirklich schlecht. Okay. Ja, du. Tada! Hat da eigentlich irgendwie kommentiert oder so? Wir mehr Fragen beantworten. Oh, müssen wir nochmal schauen. Aber ja, da wir das jetzt nicht gross gepusht haben, hätte ich jetzt gesagt, dass das sich da in Grenzen hält. Da Multitask. Wie sehe ich denn das da? Jetzt müssen wir gleich mal Kabel anschliessen, hä? Ah, nein, das ist alles, hat alles seine Richtigkeit da. Tipptopp. Ah, genau, jetzt kommen die Huren Kabel ein. Du siehst eigentlich schon nicht so wirklich, was es ist. Was meine? Aha, okay, es steht. Ah, das Netzteil brauchen wir noch. Ah, jetzt ist es weggeschoben. Darum hast du dort nur das Datenkabel können anschliessen, die Option für den Stromkabel. Ah, du kannst schon umdrehen da. Ja, aber zum die Hinterseite anschauen, dann ist es. Ja. Okay, Fastplay. 1500 Watt. Ah, brauchen wir. Da schmeiß ich hier. Da brauchen wir schon für das Ding da. Also ohne wird es nicht funktionieren. Fehlt doch irgendeine Schraube da? Hä? Hey. Wieso? Stimmt doch, 4 Schrauben. Es hat einfach kein so ein Netzteil-Bracket. Na gut, es hat dann hat's. Boah, aber es ist ein Viech. Ja, ist ein Monster. Okay. Also gut. Siehst du, jetzt hast du da 2. Ja, stimmt. Jetzt tust du das Mainboard so von hinten. Ja. Tust du jetzt so anschliessen? Hey, das ist wie man es macht, wie man es gelernt hat. Ja. Okay. Ja gut, danke, da schaust du endlich einfach was frei ist. Machst du einfach irgendwie, ja, oder? Einfach was leuchtet. Okay, leuchtet zu dem. Da wird der oben sein. Der wird aufs Board. Ah nein, da kommt da, das ist der Prozessor läuft. Da wäre mal ganz praktisch, wenn es das Real Life gäbe. Genau, kann man das bitte. Nimmst du das Kabel in die Hand und dann ja. Da haben wir das dritte. Genau. Jetzt komme ich nicht raus, was mache ich denn genau? Ja, du musst halt lesen, was du genau anschliessst. Ah, aber ich glaube, du hast jetzt, Games, du weißt ja nie. Ich glaube, du hast jetzt auch schon die Kabel von Monitor, Keyboard und so angeschlossen. Ah, ja, easy, was auch immer. Die irgendwo hinten gelegen sind. Connect. Na gut. Fan. Die musst du irgendwie miteinander verwenden. Hä? Aha. Okay. Na gut. Ja. Sehr viel Platz. Ja. Ah, der hat da gar keinen so guten Ding. Wahrscheinlich ist der halt auch dafür gemacht, um so einen Triple Radiator oder so reinschmeißen. Das kann man auch wieder. Ah, das ist das Hindere. Ja, gut. Hure Kiste. Ja. Das nimmt mich ein Wunder, ob die auch so leuchtet wie von unseren Bildern. Erwarte ich also schon. Ja. Schon recht. Ah, genau, aber es könnte schon so. Die, also, ich meine, es sieht schon recht easy aus, detailliert, aber zum Beispiel, es sieht jetzt nicht so geil aus wie in echt. Es ist das Glas, es sieht halt. Ja. Es ist einfach so Milch irgendwie. Okay. Aber das ist halt aber wahrscheinlich, das ist halt wahrscheinlich auch recht schwierig zum Glas. Ja. Okay. Nehmen wir da für den Drive. Flap. Power. Zum Netz drillen, müsst ihr eigentlich noch irgendeine Farbe haben, nicht? Die leuchtet eigentlich meistens in blau, ja. Rot oder grün. Hm, ganz mies. Schlecht. Ja. Das stimmt, das ist sowieso, also ohne RGB. Das war ohne... aber besser gewesen, nicht? Ja, das stimmt. Ohne RGB geht es sowieso nicht. Ja, ich meine, dann bist du schon so schnell. Der Roy, dem stellt sich gerade Horzberg, seine wenigen. Aber das braucht es schon. Sonst ist es nur halb so gut. Okay.
Ja, Doppelklick natürlich. Jetzt, was ist das PC Bay? Mach das mal auf. Das nimmt mich wunder. Kann man nicht verkaufen? Gegen echtes Geld? Vielleicht, ja. Vielleicht ist das okay. So. Die Ebay. Du meinst, das Ganze ist so. Ist so eine Masche zum Geldwaschen. Das ist eigentlich nur vordergründig. Ja, eben, so im Test habe ich irgendwie gelesen, dass du den Kunden irgendetwas abnimmst. Also sie bringen dann bei dir so eine Reparatur. Ja. Und dann tust du einfach die alte Teile, die du noch umliegst, hast, rein und verkaufst dann ihre neuen für mehr Geld. Aber ja, voll, in dem Fall ist das PC Bay. Ja, aber da kannst du, glaube ich, da irgendwie nicht haben. Will it run? Okay. Sonst? Was ist echt das für ein Problem? Oh, ist hängen geblieben. Ah. Schön, ein Neustart. Ja, aber also jetzt haben wir ja die HDD drin, gell? Ja, stimmt. Ist das so eine TV für so eine zwei, HDD? 2 Sekunden Restart. ja. Dota! Sehr gut. Aha, da ist einfach noch das Minimum. Das ist noch geil. Ja. Da tut es da gerade Minimum Requirements zusammensuchen. Richtig? Wäre 24 Giga. Was brauchst du für Minecraft? Hatful Boyfriend. Sehr gut, da bin ich froh, dass das läuft. Was? Wie viel hat das geheißen? Hatful Boyfriend. Soll noch gut sein, ich habe es aber noch nie gespielt. Okay. Ja, komm, jetzt lernen wir aber nicht mehr. Aber gut, einfach ganz kurz. Ich wollte noch schauen, ob Frames am Anfang wie die. Es waren etwa 30 gewesen, dort, ja, ja, aber auch, nein, auch der Score müssen wir jetzt schon vergleichen, oder? Also gut. Aber ich habe eigentlich schon das Gefühl, dass von den Specs her sind eigentlich schon einiges mehr Punkte gemacht haben. Das ist eine witzige Sache. Ist das jetzt? Ah, ist das jetzt schon der Neustart? Aha, schon zuerst installiert. Ja. So. Das ist genau gleich viel. Voll, ja. Dann sind es genau einfach die 9200 Punkte. Aber der müsste jetzt also einiges schlechter sein. Einfach. Einiges? Nö. Ja, also ja, nicht einiges, aber... schon schlechter, ja. Ja. Ich meine, es ist nicht der neueste Prozessor und nicht die neueste AMD-Karte gewesen, oder? Ja. Müsste schon ein bisschen... Also doch, es ist... Also AMD-Karte gibt es keine bessere im Moment. Aha, okay. Aber der Prozessor ist eigentlich auch nicht viel schlechter als jetzt die neue Generation. Ja gut, stimmt. Ja, nein, ja. Da war es 60, glaube ich, vorher. Habe ich gemeint. Haben sie, ja. Ich sage 7000. Aber es sieht immer noch genau gleich aus, ne? Es läuft immer noch genau gleich flüssig. Wolltest du damit sagen, es ist vielleicht ein Video? Es werden schon ein bisschen Inception, wenn sie jetzt ja. Auf dem Simulator würde simulieren, dass das es den Benchmark geil. Durchspielt. Und du kannst es aber nur, wenn dein PC in echt schneller ist. Nur dann kann man es simulieren. Das wäre geil. Ich meine, früher das war der 3D Mark das Highlight gewesen. Ich weiß noch, der mit dem Max Payne. Ja, voll. Ey, das ist das Geilste gewesen. Das haben wir immer wieder geschaut. Das ist so das cool. Das war halt auch recht mindblowing gewesen. Ja. Und nachher ist einfach irgendwie, ich glaube, der nächste hier drauf habe ich noch geschaut. Und ja. Aber ich habe sie wirklich eigentlich nur immer wegen dem Effekt geschaut. Und nicht zum Vergleichen. Aber mir ist das irgendwie meistens nicht verhebt. Auch das Spiel, das du spielst, wenn du flüssig laufen. Mhm. Ja, wurde gut geschätzt. Aber, ja. Ich check's einfach massiv. Jahrelanges Game. Aber look, CPU-Score ist fast gleich. Das ist wirklich einfach ja, das stimmt, ja. Der Graphics-Score, der brutal ja. Ja, was findest du? Ich finde es recht amüsant. Also, mal, ja. Also, eben gerade auch so zum Sachen ausprobieren. Was schon einfach noch besser müsste werden, ist, dass mehr ja. Komponenten drin hätten. Unbedingt. Hat, aber ich meine, wenn es, was ist das, Alpha-Stadium oder Beta? Early Access einfach Steam. Early Access, ja. Dann kann man ja da noch hoffen, oder? Ja, eigentlich müssten wir Digitech-PCs müssen gießen. Ja, ich meine, kann man ja, schon gut, mal probieren. Ja gut, wir machen es ja nicht, also stellen ja, halt. Die Gießen nicht her, von dem her. Ja. Das wäre natürlich schon recht geil, wenn du im Shop die Sachen, die du im Warenkorb hast, ja. Gerade schnell in den Simulator laden und dann... Das wäre schon noch witzig. Das ist schon eine gute Idee. Ja, ja witzige Sache. Ja, ich finde auch, also sie müssen noch ein bisschen... Genau, also vor allem Teile und... Aber ich glaube, man könnte auch noch eben, so gewisse Funktionen, also vor allem mehr... Eben meine Beleuchtung so muss unbedingt haben. Ja. Sicher einfach. Aber look, der Raffi hat da gar nicht geschrieben, dass wir das Lightning-Programm installieren. Oh. Meinst du, das finden wir? Das Lightning-Programm? Das habe ich jetzt vorher auch nie gesehen. Ich glaube, unser Kollegengeschäft lügt einfach knallhart. Ja, das müsste schon auf dem PC sein. Ja, aber. Jetzt musst du da wieder Programm. Aber wir haben ja gar nicht leuchtend Zeit gebaut. Das heißt, wir haben ja keine. Das hat eigentlich. Ja, aber ich meine eben so LED-Streifen und so. Aha. Ja. Das wäre doch geil, oder? Aha, ja, wenn du so ein bisschen modern und so. Ah ja.
Weh, ich muss jetzt neu starten. Ey, wenn du etwas müsstest, ist sicher nicht neu starten. Ich glaube, der hat es einfach noch ein bisschen als Joke gebaut. Ich glaube auch. Einfach. Ja, alle. Aha, also komm, einfach mega farbig. Das kann pink. Okay, alles pink. Pink? Hä? Macht das gar nicht? Das Gigabyte hat es irgendwie über, oder? Aha, hä? Ich komme nicht raus. Neu, da, komm. Ah, jetzt. Okay. Jetzt können wir es gar schauen. Ah! Oh. Nicht schlecht, nicht schlecht. Approve! Aber der Effekt ist schon ein bisschen. Ist gut, gut! Kann er nicht in die Knie gehen, oder, Dude? Nein. Kann ich ihn jetzt nicht umrühren? Okay, also das braucht es noch. Man muss es umrühren. Ja, kaputt machen ist Scheiße, schau zusammen. Ich habe alles ausgesteckt. Okay, das ist immerhin lustig. Aber genau, ich finde, wir müssen es umrühren. Auch irgendwie falsch zusammenbauen, wäre halt schon witzig. Ja. Irgendwie das kannst du irgendwie verwürgen und so. Ja, also, es ist jetzt irgendwie gar nicht möglich, dass du etwas falsch machst, das stimmt schon. Aber auch eine witzige Sache. Ja, cool. Das war der PC Building Simulator gewesen. Und ja, hinterlasst uns doch einen Kommentar, wie ihr es gefunden habt und ob ihr das mal wieder sehen wollt. Gibt es schließlich genug Spiele, die wir machen, auszuprobieren. Das ist aber, so, ja. Hat doch sehr gut gepasst, habe ich gefunden, für Digitex so etwas zu streamen. Ja, perfekt. Hey, also in dem Fall, Jan, danke fürs Zuhören. Ja, also, danke, dass ihr tschüss miteinander.